Liebe Energiekonsumentin, liebe Energiekonsument. Mein Name ist Amadeus Witwer und ich bin Projektleiter vom Projekt Helionauten. Das möchte ich Ihnen in den nächsten paar Augenblicken kurz erklären. Das, was Sie hier hinter mir sehen, hinter meinem Rücken, das Bild sieht man nicht überall in der Schweiz. Aber es wird sich, oder es muss sich abzeichnen in den nächsten paar Jahren. Also das, was Sie jetzt gerade hier hinter mir sehen können, das sollte sich widerspiegeln in den nächsten paar Jahren. Das ist auch der Grund, oder diese Wende ist eigentlich eingeläutet worden von diesen tragischen Ereignissen, die in Japan vor rund 4 Monaten stattgefunden haben. In Fukushima, der dreifache Super-GAU. Dort drüber runter hat es verschiedenste Demonstrationen gegeben, hier in der Schweiz, in Deutschland, auf der ganzen Welt. Unter anderem Menschenstrom, wo 20'000 Leute daran beteiligt waren. Der Bundesrat hat offiziell die Energiewende eingeläutet. Der Nationalrat hat das bestätigt. Sie kennen all die Details. Sie wissen, um was es geht. Nun ist es aber so, wie wird das Ganze umgesetzt? Wie packt man das an, dass eben das Bild sich überall zeigt? Daran möchte eigentlich das Projekt Helionauten etwas bewegen. Was will das genau machen? Das Ziel des Projekts Helionauten ist, dass man eine Energiegenossenschaft gründet. Und die soll in den nächsten 15 Monaten in einer regulären Geschäftsleitung können übergeben werden und dann in ordentlichen Betrieb übergehen. Was macht denn die Energiegenossenschaft? Die Energiegenossenschaft, die tut auf Dächer von Genossenschaftern, wenn sie ein Dach zur Verfügung können stellen, können die Solaranlagen aufbauen. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, dass jemand, der kein Dach hat, einfach Genossenschafter ist und beteiligt ist an dem ganzen Strom, der auf diesen Dächern von diesen anderen Genossenschaftern produziert wird, den kann er beziehen. Also schlussendlich sind es eigentlich zwei Elemente, die wichtig sind in dieser Genossenschaft. A. Solaranlagen bauen und B. den Strom von diesen Solaranlagen weitergeben oder auch weiterverkaufen via Ökostrombörse. Bis dahin sind noch einige Schritte zu bewältigen. Im Moment steht das Projekt in der Phase Evaluation. Das ist auch der Moment, wo wir stark angewiesen sind auf Leute wie Sie, die sich jetzt hier gerade das Film anschauen. Es geht nämlich darum, dass man Leute, Menschen findet, die sagen, ja, genau das braucht es. Und ich möchte auch ein Teil sein von dieser Energiewende. Ich möchte mitgeholfen haben, ich möchte meinen Kindern sagen, yes, ich habe dort damals, im 2011, habe ich auch mitgeholfen, damit das wirklich umgesetzt werden kann. Die grosse Idee, die auch die Bundesrätin Doris Leuthard davon geredet hat. Ich war auch dort dabei gewesen. Und das geht ganz einfach. Man macht einfach eine Reservation von einem Anteilschein. Das kann man auf der Webseite www.energiegenossenschaft.ch vornehmen. Was bedeutet die Reservation? Die Reservation ist einfach mal ein Signal, ein Zeichen gesetzt, dass man hier dabei wäre. Die Energiegenossenschaft, also die Phase-Evaluation, ist abgeschlossen am 1. November 11. Dann schauen wir, ob sich 2000 Leute dafür interessiert haben, sprich einen Anteilschein reserviert haben. Wenn das der Fall sein sollte, dann wird die Genossenschaft gegründet. Darum ist es elementar, dass Sie jetzt einen Anteilschein reservieren und so mithelfen an dieser Wende. Ich würde mich freuen, Sie wieder zu sehen am 11.11.11. Da wird nämlich der Tag der Gründungsversammlung dieser Genossenschaft sein. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag.